Eine Wurzelkanalbehandlung ist ein zahnärztlicher Eingriff, der notwendig wird, wenn das Innere eines Zahns, das sogenannte Zahnmark, Enzer ein Viertel endet oder infiziert ist. Diese Behandlung ist oft Gefahr ein Viertelchtet, da sie als schmerzhaft und unangenehm empfunden wird. Doch wie läuft eine Wurzelkanalbehandlung eigentlich ab und was kann man erwarten? 1. Diagnose. Der erste Schritt einer Wurzelkanalbehandlung ist die Diagnosestellung. Der Zahnarzt wird den betroffenen Zahn genau untersuchen und gegebenenfalls Röntgenaufnahmen anfertigen, um den Zustand des Zahnes und die Ausdehnung der Enzer-Einviertelung festzustellen. Auf Basis dieser Informationen entscheidet der Zahnarzt, ob eine Wurzelkanalbehandlung notwendig ist. 2. Lokalanästhesie. Bevor mit der eigentlichen Behandlung begonnen wird, wird der zu behandelnde Bereich mit einer Lokalanästhesie Beta-OBT, um Schmerzen während der Behandlung zu vermeiden. Das Einbringen der Beta-Übungsspritze ist meist der unangenehmste Teil des gesamten Eingriffs, aber wichtig, um eine schmerzfreie Behandlung zu ermöglichen. 3. Pfeifen des Zahns. Nachdem die Beta-Übung ihre Wirkung entfaltet hat, beginnt der Zahnarzt damit, den betroffenen Zahn zu pfeifen. Dazu wird eine kleine Öffnung in den Zahn gebohrt, um Zugang zum Zahnmark zu erhalten. Dieser Schritt kann mit einem leichten Druck Gefahr ein Viertel Heil im betroffenen Bereich verbunden sein, jedoch sollte keine Schmerzen auftreten. 4. Entfernen des Zahnmarks. Sobald der Zahn geöffnet ist, wird das Enzer ein Viertel endete oder infizierte Zahnmark entfernt. Dafür ein Viertel R wird spezielles Werkzeug, wie feine Feilen und Spar ein Viertel LL-Asungen, verwendet, um das betroffene Gewebe GA ein Viertel endlich zu reinigen. Auch hier sollte keine Schmerzen für Spar ein Viertel RT werden, da der Bereich Beta-OBT ist. 5. Desinfektion und Spar ein Viertelung. Nachdem das Zahnmark entfernt ist, wird der Zahnkanal mit desinfizierenden Lösungen Gespa ein Viertel LT, um sicherzustellen, dass alle Bakterien und Enzer ein Viertel Endungsherde beseitigt werden. Dieser Schritt ist entscheidend, um eine erfolgreiche Behandlung zu gewährleisten und mögliche Komplikationen zu vermeiden. 6. FA ein Viertel des Zahnkanals. Nachdem der Zahnkanal GA ein Viertel endlich gereinigt und desinfiziert wurde, wird er mit einem FA ein Viertelungsmaterial, wie Gutapercha, versiegelt. Dieses Material verschleiert den Kanal und verhindert das Eindringen von Bakterien in den Zahn. Der Zahn wird dann provisorisch verschlossen, bis zur Naschdensitzung, in der der Zahn mit einer Krone oder einer FA ein Viertelung wiederhergestellt wird. 7. Abschluss der Behandlung. In der Regel sind mehrere Sitzungen erforderlich, um eine Wurzelkanalbehandlung abzuschließen. Bei jeder Sitzung wird der Zahnarzt den Fortschritt der Behandlung A ein Viertel Berpra ein Viertel Feen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten. Nach Abschluss der Behandlung wird der Zahnarzt eine abschließende Röntgenaufnahme machen, um sicherzustellen, dass der Zahnkanal vollständig Gefahr ein Viertel LLT ist und keine Infektionen mehr vorhanden sind. Abschließend lässt es sich sagen, dass eine Wurzelkanalbehandlung zwar als unangenehm empfunden werden kann, doch sie ist ein wichtiger Eingriff, um den betroffenen Zahn zu erhalten und weitere Komplikationen zu vermeiden. Durch moderne Techniken und Materialien ist eine Wurzelkanalbehandlung heute weit weniger schmerzhaft und belastend als früher ein Viertel her. Es ist daher wichtig, bei Zahnschmerzen oder Enzer-Einviertelendem Zahnmark rechtzeitig einen Zahnarzt aufzusuchen, um eine Wurzelkanalbehandlung durch Vereinviertel rennen zu lassen und den Zahn zu retten.